herzlich willkommen bei meiner Sendung dem Europa Live-Ticker mit Christoph Hans. Heute sind wir den 1. Mai, den Europa-Tag, ich bin heute zu Duisburg auf der Brücke, auf der Lützburger Seite. Das ist eine von den Grenzen an einer von den Brücken, die normalerweise zu wäre. Du hast aber so einen Akkord gefunden, dass die Lützburger Douane kontrolliert und dass dann just der River darf, den da auch wirklich auf der anderen Seite etwas verloren hat. An die Deutschen können noch bei Eis River. Aber das ganz so, dass ganz viele Grenzen auch noch zwischen Lützburg und Deutschland, wie auch andere Grenzen an Europa, zugemacht sind. Das ist fatal, und auch besonders auf diesem Tag, wo wir eigentlich die Freiheiten, die wir an der Europäischen Union gewonnen haben, feiern. Wo ihr könnt, das, natürlich die Corona-Krise hat das Ganze ausgelöst. Wir waren an Europa, kein von den Ländern an Europa war richtig auf die dritte Krise vorbereitet, und dafür haben verschiedene Politiker als Kurzschlussreaktion einfach mal Grenzen zugemacht. Das also war politisch unverantwortlich. Erstens und zweitens weist doch, dass die Politiker eigentlich ein bisschen Torschusspanik hatten und nicht wussten, was sie machen sollten. Ich fand, dass dort noch eine Mesure, die hier Hilflosigkeit eigentlich darstellt. Wir mussten als alle Guten zusammen ansetzen, für dass die Grenzen für die als Eltern und Großeltern, dass die sollen obsinn, gekämpft haben, dass das doch wirklich funktioniert. Wir haben Leute, die eine Seite wohnen, die andere Seite schaffen. Das muss funktionieren am Gesundheitssektor, aber auch an ganz vielen anderen. Das heißt, dass wir Jahrzehnten war ich nie gewusst, es gibt viele Freundschaften. Er ist an der Hausener Gemeinde. Nee, war auch die andere Seite, das schafft einfach zusammen, das ist wichtig. Wir haben aber auch auf Plätzen, wo die Pumpiskorren zum Beispiel zusammen schaffen, das muss auch in der Praxis gut funktionieren. Da kann ich das nicht einfach so zumachen. Heute haben wir hier auf der Brücke symbolisch den europäischen Pfändel an die Luft gezogen. Bürgermeister von der Lützburger Seite, mir war auch Bürgermeister von der deutschen Seite. Hier an der Grenzregion als Kind um der Affa stehen. Verschiedene Politiker, die vielleicht an dieser Region kommen, die keine direkt Grenzen haben mit einem anderen europäischen Land, wissen nicht, von was wir schwätzen. Und sie können aber dafür nicht einfach die heute Freiheiten aufs Spiel setzen. Wir müssen das alle Guten auf dem Niveau ansetzen, wo wir können. Ich probiere das so gut wie möglich zu Brüssel zu machen. Hier muss man es regional machen, mit unseren Nachbarn, die an der Seite. Ich hoffe, dass wir alle Guten zusammen durch den Schritt weiterkommen, weil wenn das heute noch nicht drin anklappen könnt, mehr wenn wir als Freiheit nicht drin kriegen, dann sehe ich auch die ganzen europäischen Projekte angefangen. Und ich will das nicht, man das gewähren lassen, ich werde mich dafür ansetzen. Und ich hoffe, ich kann die Europäer helfen zählen. Wir müssen da alle Guten zusammen schaffen: Lokalpolitiker, Nationalpolitiker, europäische Politiker, die und auch Bürger auf der anderen Seite. Wir müssen wirklich den Entscheidungstreffer suchen. Das tut uns ein absolutes No-Go. Wir sind nicht unter der Affa stehen, und ich hoffe, dass ich auch ich kann zählen. Ich werde dich auch in der nächsten Woche weiter berichten, ob wir endlich Succes haben. Los schwätzen wir vom 15. Meter zu Manns nach Deutschland, Grenzen im Giffen abgehen. Ich hoffe, dass sie sich das auch tun halten, weil die Leute in der Gegend sind ganz, ganz unzufrieden. Wenn wir nicht wirklich agieren, dann sitzen wir nur für einen Kopf Schäbeln, den es ganz, ganz schwer geht, zusammen zu passen. Ich sage euch merci für die Nachlassung und hoffentlich bis geschwind mit offenen Grenzen bei meiner Sendung dem Europa Live-Ticker mit Christoph Hansen.